Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück bei Borderlands in der wunderschönen, schönsten Stadt im ganzen Spiel. Es blüht das Leben, es sprüht die Freude, es ist einfach wunderschön. Gehen wir einfach mal gucken, was sagst du? Ja, Mann, das klingt nach einer Aussaß. Was ist denn heute los mit mir? Ich kann nicht mehr reden. Das ja. Das ist eine äußerst wunderschöne Idee. Austern. Schon mal Austern gegessen? Nee, noch nie tatsächlich. Du? Nee, ich auch nicht. Ja, das Tor ist natürlich hier. Ach, das ist gar kein Tor. Ich wollte schon sagen, das ist ja... Mensch. Nein! Oh! Da. Der ist geplatzt vor Freude. Interpretiert aber bitte jetzt nicht falsch rein, aber ich muss immer zweimal gucken, ob du das bist oder ein Zombie. Nee, du, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, du. So geht's mir auch immer, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja, okay, das verstehe ich. Ne? Also. Ah. Oh, sorry. Alles gut. Wo muss ich denn hin? Da hin. Ja, hier so, da so. Das ist wie immer so meine ganz übliche Wegbeschreibung. Hier so, da so und dann dort herum. Und dann ist da ein Tisch. Und dann habe ich ein Problem. Ja. So, da Und sollen wir überwind hin. Wandblockaden. Liebste Anna, ich bin in Jacobs Cove angekommen und du hörst sicher gern, dass es eine lebendige und fröhliche Stadt ist. Ich weiß, von dir und den Kindern getrennt zu sein, ist nicht einfach. Aber es ist nur für ein paar Einsätze. Das Gehalt ist einfach viel zu gut. Ich werde hart arbeiten und schon bald wieder bei dir und den Mädchen sein. Mein Bruder wird sich in der Zwischenzeit um euch kümmern. Liebe Grüße, Hank. Oh Gott, okay, ich gebe mal eben die eine Quest ab, wenn wir sowieso hier sind, dann Ja. ist das. Was? Was? Ziel auf den Kopf. Nee, wirklich, Claptrap. Boah, du bist ein Fuchs. Wenn ich dich nicht hätte, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Künftiges Zombiefutter. Muss das ja bitten. Oh Wir haben ja schon man. längst hinter uns. Ja, das stimmt. Und jetzt dürfen wir dahin zurück. Was ist denn das? Kartenausgang? Nein, 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 lieber Quest. Nein, nein, nein. Das wollen wir immer noch machen. Und jetzt habe ich wieder einen eigenen Wegpunkt. Ich liebe es. Da sollen wir hin. Okay. Gut, dass das nur eine vorübergehende Zombie-Apokalypse ist. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber dann ist alles in Ordnung. Eine vorübergehende Zombie-Apokalypse. Ja. Oh, ich sehe dich doch genau da hinten. Ja, ich komme hier schon. Ah. Oh, da kommt noch mehr. Ja, und ich treffe halt wieder gar nichts. Ich werf mal eine Granate. Oder kommt noch einer angerannt? Wer? Jetzt, nee, jetzt nicht mehr. Ja, hier. Ah, ein. Muss das erbitten. Ich liebe seine Ausraster einfach so sehr. Da war nix. So, ich muss nachladen. Wie schmeckt dir das? Rennt der vor dir weg? Nö. Oder?
Ja, was ist denn mit dem? Ist da jetzt gerade... Ich frag mich trotzdem immer noch, was es hier mit diesen Gehörnen auf sich hat. Gehörn? Diese Gehörner. Liebste Anna, die Arbeit hier ist hart, aber ehrlich. Oh, die Bäume, Anna, die Bäume sind herrlich. Du würdest deinen Augen nicht trauen. Manchmal bin ich traurig, wenn ich sie fällen muss, aber das ist es wert, denn ich komme mit viel Geld für unser neues Leben zurück. Ich träume von einem netten Anwesen in Dal Headland. Überleg's dir, ich vermisse dich, Hank. PS, sag Sally, dass ich den Hut liebe, den sie mir geschickt hat. Ich trage ihn jeden Tag. Die anderen ärgern mich deswegen, aber sie wissen ja nicht, wie viel Freude die Liebe eines Kindes macht. Ich, ja, wollte gerade schon sagen, ob er weiß, dass er so einen Nudelhut trägt, aber scheinbar weiß er das ganz genau. Oh. Ups. Das ist ja lieb hingesetzt jetzt. Ja, aber ich glaube, wir müssen hier lang, wenn ich das so richtig sehe. Ach ja, sicher. Ah, das sind dann hin. Das ist nicht der Hammer schon. Hm, was denn? Ich dachte, da kommt jetzt wieder eine Sonne Horde, aber die haben wir ja schon. Das heißt nicht, dass die nicht bei Zeiten wiederkommt, du? Nö, nö, jetzt kommen die nicht mehr. Bist du dir sicher? Ich sehe. Ach so, das ist die Viecher da oben schon wieder. Ja, heb mal auf, genau. Okay, dann nicht. Dann mache ich. Liebste Anna, mir sind im Sägewerk seltsame Dinge aufgefallen. Manche Arbeiter scheinen sehr krank zu sein. Das Komische daran ist, dass wir letzte Woche alle untersucht wurden. Und der Betriebsarzt Dr. Ned uns einen neuen Gesundheitspass und Vitamine gegeben hat. Er tut, was er kann, aber es scheint einige Todesfälle gegeben zu haben. Mach dir keine Sorgen. Ich passe wie immer auf mich auf. Ich schicke dir bald wieder ein Echo. Ich liebe dich, Hank. Hank, du bist so lieb. Boah, diese Leichenfresser gehen mir aber auf den Sack, du. Ich treffe ja, die überhaupt nicht. Der Name ist auch völlig unpassend. Ja, vor allen Dingen, wir sind ja gar keine Leichen. Was wollen die überhaupt von uns? Meine ich ja. Aua, ja, schön. Oh. Kommen die da hinten jetzt auch noch? Oder lassen die uns in Ruhe? Ich glaube, das wissen die nicht so. Da kommen noch welche angeflattert. Uff, uff, uff. Haben wir hier noch ein bisschen Muni, die wir gebrauchen können? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Oh, okay, die Dinger brauchen wir tatsächlich. Ja, ja. So. Und so. Oh. Ah, sind wir schon wieder. Oh. Lass mich doch in Ruhe. Oh, holy moly. Danke, ich treffe die einfach nicht, wenn die so um mich rumpesen. Okay, ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Eier. Läuft doch. Ja, kann man machen. So ein Midi-Pack wäre halt jetzt... Ach, ich habe sogar eins gefunden. Moment. Nee, möchte ich hier hin? Nee, möchte ich nicht. Jetzt habe ich gedacht, da kämen wir durch, aber nee. Dann halt wieder hier lang. Ist auch in Ordnung. Oh, guck mal. Eventuell Muni. Ah, nochmal ein Midi-Pack. Sehr gut. Und dann... Ach, das ist auch wieder in der Nähe von der Stadt, ne? Das ist in der Stadt. Sieht's aus. Hätte er das nicht gleich anzeigen können? Wir waren doch gerade schon da. Nee, aus irgendwelchen Gründen müssen wir es unbedingt der Reihenfolge nachmachen. Ja, ja. Da oben, so wie es aussieht. Was? Anna, es wird immer schlimmer. Es gibt Gerüchte, dass hier die Toten auferstehen. Ein Gartenstück für dich. Zombie-Mahlzeit. Tote Fleisch. Man sagt, wie
Kontakt kommen, sind immer die Ersten, die krank werden und dann zu Dr. Ned gehen. Der Doktor hat mir versichert, dass er Fortschritte bei der Behandlung macht. Ich glaube, es sind nur noch 3 Wochen, bis wir wieder vereint sind. Gib dem Mädchen einen Kuss von mir. Hank. Ja, und weil Claptrap einfach partout nicht seine blöde Klappe halten kann, habe ich jetzt leider davon so gut wie gar nichts mitbekommen. Weil er halt einfach nur quatscht und quatscht und quatscht. Tja. So, eins noch. Was? Wer hat wohin gekackt? Man weiß es nicht. Ich möchte das auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich sein soll. Na. Hopp. Hopp und hopp. Huiuiuiuiui. So, dann kommen doch hier bestimmt jetzt schon wieder welche, ne? Nee, noch nicht. Oh, das wundert mich jetzt. Nee, alles ruhig. Na gut. Hier kann Claptrap wenigstens nicht dazwischen quatschen. Liebste Anna, es ist kein Gerücht mehr. Ein Fluch liegt über Jacob's Cove. Die Toten steigen aus ihren Gräbern und haben Heißhunger nach frischem Fleisch. Die Arbeit wurde eingestellt. Wir kämpfen um unser Leben. Aber keine Sorge. Dr. Ned glaubt noch immer, dass man den Horror aufhalten kann. Ich habe mich für den Test eines Gegenmittels gemeldet. Die Skeks, mein Schatz. Die dreckigen Skeks sind unsere Rettung. Der Doktor sagt, sie sind gegen die Krankheit immun. Ich bin gerade auf dem Weg, um im Krankenhaus vor der Stadt behandelt zu werden. Ich weiß, dass es ein Erfolg wird und wir bald wieder vereint sind. Bete für mich, Hank. Ich befürchte ja, dieses tolle Gegenmittel wird nicht so gut helfen, wie er das sich so denkt. Oh. Ja, danke, Claptrap. Danke. Einfach nur danke. Puh, okay, dann hätten wir jetzt wirklich nur noch House of Ned. Das heißt, wir müssen zu Hallow's End und das ist schon wieder da vorne. Oh, ist das ein Träumchen hier. Doch, wunderschöne Stadt hier. Ja, ich finde das auch. Also ich würde hier gerne einziehen. Aber hier sind ja scheinbar ein paar Häuser frei. Ich kann nicht springen. Hallo? Ja, ich habe gehört, da ist recht schnell wieder was frei. Ja, ne? Hallo, da... Mein Gott, Spiel. Jetzt aber, danke. Mit der Ecke habe ich so meine Problemchen. Ich weiß, wäre jetzt gar nicht aufgefallen, wenn ich das nicht erwähnt hätte. So, da weiß ich aus meiner Fluchtaktion gerade, dass wir hier, glaube ich, oder? Müssen wir außen rum? Ich guck nochmal. Nee, ist ein anderer Spot. Schon gut. So, dann sind wir auch schon da. Sehr gut, sehr gut. Okay, und schwupp. Ja, wieder LSD-Bildschirm. Wunderschön. Oder auch nicht. Hab mich schon gefreut. Da ist Ned's Haus. Okay, kann ich mir eh nicht merken, aber ich habe zumindest mal auf die Karte geguckt. Okay, gut. Dann sind wir ja nicht ganz planlos. Wie konnte ich den jetzt nicht treffen? Der Andreas und Rage-Modus habe ich gar nichts zu tun. Das ist in Ordnung. Ich guck dann einfach. Das sieht immer sehr gekonnt aus. So, da kommt noch einer. Ich sehe den noch auf der Karte. Da. Yeah.
meins. So, welcher Weg ist das dann? Okay. Oh, wir werden hier schon wieder umzingelt. Das gefällt dir nicht? Vorsicht, hinter uns. Das hat sicher wehgetan. Sieh dir das an. Hä? So. Okay, doch. Das ist nämlich mein Statement hier dazu. Ja, wie gesagt, die Pistole ist halt echt gut. Das ist jetzt ein Witz, oder? Oh nee. Oh nee. Ich glaube nicht, dass das Spiel sich so veräppeln lässt, oder? Nee. In dem Fall, glaube ich. Also oh. Okay, dann geht's halt einmal außen rum, weil das so viel Spaß macht. So, dann loot ich halt hier noch. So. Oh, ui. Ja. Ich musste schon wieder auf die Karte gucken. Und Andreas rastet einfach aus. Ist okay. Ach, guck mal, da hat er wieder was zum Ausrasten. Ich guck mir das mal von weiter weg an. Uah. Da kommt noch einer. So, Moni. Ach, guck mal. Hm. Dieses Rechtdachse, ich sehe dann halt immer nichts. Okay, den hinteren Weg und dann über die Brücke irgendwie. Aber meine Minimap ist schon wieder so winzig klein. Ich erkenne halt irgendwie gar nichts gerade. Oh, hi. Hallo. Was? Was gefällt dir denn? Uiuiui. Oh, da sind noch ein paar. Oh, ja. Ach, da unten. Oh, hab ich was verpasst? Nö. Hallo? Nein, renn doch nicht weg! So. Das sind Ninja-Zombies, ich sag's dir. Oh, hat der einen Helm? Und da kommt noch ein Kriecher. Ein Halbi. Achso, was? So, gut. Sind wir denn jetzt hier richtig? Ja, fast. Wir müssen hier oben hoch. Da so. Wenn ich jetzt wüsste, wie. Och, bitte, Spiel. Kann ich mich nicht hier... Oh. Oh.
Warum ist das auf der Karte nicht eingezeichnet, dass man da nicht einfach so hochlaufen kann? Dann gehe ich halt hier lang. So. Ja, nix drin. Nix drin. Dann bin ich mal auf den tollen Dr. Nett gespannt. Ja. So. Ich weiß auch nicht, warum ich die ganzen Gehirne noch einsammle. Ich glaube ja fast, wir haben genug. Niemals. Niemals. Ja, hast auch wieder recht. Es gibt nicht genug Gehirn. Nein, da ist wieder so ein Passwerfer. Gewesen. Ne, ich glaube, der ist schon hin. Ah ne, doch nicht. Aha. Oh, kommt von hinter uns jetzt auch welche? Ja, Tatsache. Ha! Trifft doch nix. Haha! Na, da ist doch noch einer. Oh, ich hab dir aus Versehen in die Schulter geschossen. Das macht nichts. So, jetzt aber. Dann sind wir auch schon fast da. Oh, Leute. Das gefällt dir nicht? Oh, diese Spucker, die nerven mich ein bisschen. Wie schmeckt ihr das? Ah! Oh Mann, hat er mich erschreckt. Oh, mein armes Herz. Mein armes kleines Herz. Die haben mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Oh, wie frech. Aber hier liegt ganz viel Loot rum. Das gefällt mir. Och, Leute, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Oh, wow. Der hat mich eiskalt erwischt. Da ist noch einer. Gewesen. Da war einer. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So was sitzt dann ja bei mir immer tief, ne? Ach, hier, Mensch. Arena, ne? Du hast es lebend hierher geschafft. Oh. Ich schicke dir den Lift. Kann aber eine Weile dauern, bis ich das alte Ding per Hand zu dir runtergeschraubt habe. Vielleicht magst du die Schädelfresser abknallen, die da im Anmarsch sind. Nee, mag ich eigentlich nicht, aber eine Wahl habe ich auch nicht, ne? Glaub nicht. Mach so schnell die alten Hände können. Ja, ja, ist in Ordnung, Dr. Ned. Aua! Oh, Backe, da ist wieder so ein Scheiß. So ein Passwerfer. Oh. Scheibenkleister, ich bin down und wieder da und Hilfe. Ich weiß nicht, was hier passiert. Attacke auf einen handbetriebenen Aufzug gewartet. Doch, habe ich schon. Oh, sehr gut. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Stehst du schon wieder? Fast. Ich hab's gleich. Schön durch die Hose atmen.
Ja, durch die Hose atmen. Ich atme dir gleich auch mal durch die Hose. Bitte was? Verdammt nochmal, ich hab den verfluchten Lift fallen lassen. Ich konnte ihn nicht mehr halten. Ich hol dich auf. Halt aus. Oh, was bist du denn? Kamikaze-Zombie? Oh. Okay. Der hat sich gerade selbst erledigt. Ich dachte, er hat den Aufzug fallen lassen. Hast du gute Chancen, lebend da rauszukommen? Ja, dann beeil dich doch mal, Junge. Nee, nee, Dr. Nett lässt sich Zeit. Alter Mann ist kein D-Zug, ne? Ich verstehe das schon. Verplempere bitte nicht meine Zeit und steig auf das verfluchte Ding. Okay, kommst du? Warte. Jetzt haben wir so lange auf ihn gewartet, jetzt darf er ruhig ein bisschen auf uns warten. Ja, ist auch wieder recht. Können wir dann mal fertig looten? Wo du recht hast, hast du natürlich recht. So. Weißt du, er sitzt da oben schön im Sicheren. Er hat ja leicht reden. Ja, ja, klar. Und dann so ein wenig seine Zeit verplempern. Arroganter Fatzke. So. Es geht hinaus. Oh, ach so. Hier sind wir schon. Schon vor allen Dingen. So. Wahrscheinlich habe ich mich da an etwas. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ah, ich brauche einen Weg. Ah ja, du hattest jetzt aber auch die Cutscene, oder? Ja. Okay, immerhin. Herr Lenzen, sind Sie's? Ja. Der Bart hat ihn verraten. Ja. Schön. Sieht aus, als ob du dein Geld wert bist. Schließlich lebst du noch. Nun, wenn du einem klapprigen alten Mann helfen willst, der eine Endzeitepidemie erschaffen hat, musst du ins alte Krankenhaus hinterm Friedhof bei Jacobs Cove gehen. Du musst eine Probe von Gegenmitteln finden, an dem ich gearbeitet habe. Es basiert auf Skag-DNA, weil es unter ihnen offenbar keine Untoten gibt. Schnapp dir die Probe und bring sie zu meinem Claptrap in der Stadt. Oh, fast hätte ich's vergessen. Der Schlüssel zum Tor des Krankenhausgeländes ist schon lange verschwunden. Aber es gibt einen anderen Zugang, einen gruseligeren. Mhm. Such nach dem alten Grabstein am Strand, der da nicht hinzugehören scheint. Ja, das mache ich lieben gerne, lieber Dr. Zednet, die absolut nicht dieselbe Person sind und nur Brüder, ist in Ordnung. Aber ich würde glatt sagen, müssen wir das in der nächsten Folge machen. Klingt gut. Gut, dann bedanke ich mich wieder bei allen fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.